Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Können wir neue Unity. Fähigkeiten skillen, würde ich gerne wissen. Nö, wie denn? Ja, wer weiß. Du hast Kapitel 9 noch nicht gemacht. Oh, mir fällt gerade was auf. Habe ich? Nein, nicht Code einlösen. Ja, ich habe hier wieder. Ich habe 155. Ich kann mir wieder was kaufen. Okay. Mysteriöse Mordfälle oder Nostradamus-Rätsel? Was soll ich auf meiner Map aufdecken? Nimm die. Nein, ist eigentlich egal. Okay, dann nehme ich das obere. Du machst es ja eh noch nicht, wie es ausschaut. Nein, ich will erstmal Schloss Knacken haben. Ach so, ja. Die Rüstung, die man bei Nostradamus bekommt, habe ich dir ja schon gezeigt, oder? Ja. Das ist die, die da drinnen steht. Ja, ist auch nur eine Montur. Die tut quasi nichts. Fühlt sich echt an, als hätte es sich gelohnt, das gemacht zu haben, Ich muss ziehe ich jetzt schon erstmal sagen. einen Morgenstern an. Ach, okay. Ja, der Morgenstern ist meine Kleidung. Ja. Anors Pistole. Ah, lol, okay. Ach, hast du die jetzt okay. Ja, die habe ich jetzt und habe ich verbessert. Aber ich brauche wieder unbedingt Credo-Punkte. Die gehen langsam zur Neige. Gut. Oh, ist wieder Geld in meiner Truhe. Wir gehen mal zu meiner Truhe. Guten Morgen, Monsieur. Gut. Dann müssen wir jetzt wieder nach unten, wie ich das richtig sehe. Zu unseren Assassinenfreunden. Ah ja, genau. Interagieren. Okay, ich darf nur nach vorne laufen. Welche Freude, mein Freund. Servus, Mr. Händler. Oh, ich habe alles voll. Okay, das ist auch gut. Oh, das ist unten zu. Hä? Ich kann irgendwie meine F-Dinger nicht wechseln gerade. So. Spielen. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Okay. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Jetzt ist im Endeffekt der Schwarze, mein Chef. Verstehe ich richtig. Naja, der Rat besteht ja aus drei Leuten, die jetzt noch zuständig sind. Ja.
Bereit? Ich glaube, die sind gleichwertig. Anlegen! Feuer! Ja! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Vive la Nation! Vive la Revolution! Vive la Revolution! Die revolutionieren ja alle da. Findet den König, okay. Sabotiert Alarmglocken, Attentate aus der Deckung. Okay. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Lol. Ich weiß ja nicht, ob die Rhetorik haben, die Aufständler. Wie töte ich am besten aus der Deckung? Warte mal, was sind denn meine Knaller? Ich schmeiß die da irgendwo in die Ecke. Was ist denn Schlauch? Ich hab herausgefunden, dass Pulver knallt. Willst du mich verarschen? Wo ist der denn? Könntest du dich bitte ein bisschen weiter sein? Bewegen? Ist das dein Ernst? Mein Gott. Leute, wo die alle hingehen. Ja, ich mache das jetzt am besten. Hier hat man nie seine Ruhe. Ein Lärm verflucht. Okay, perfekt. Da haben wir einen aus der Deckung geattentatet. Und der andere latscht weg. Wie das auch zu erwarten war. Was zum Teufel? Steht er da oben? Kann ich den Baum als Deckung nutzen? Geht super. Jetzt bleibt er wirklich oben stehen. Was war denn das? Oh, jetzt hat mich wer gesehen. Aber das könnte mir sogar helfen, wenn der hierher kommt. Da kann ich ihn nämlich einfach aus der Deckung killen. Ja, kommt ihr her. Ist sogar fast irgendwie das Effektivste, sich einfach sehen zu lassen. Kurz, damit die Leute herkommen. Komm, noch ein Schritt, noch ein Schritt, noch ein Schritt und tot. Habe ich den einfach auch rot werden lassen, dann kommt er auch hierher. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Okay, gut, der ist entsorgt. Da hinten ist einer an dem Versteck, aber ich muss keine Versteckkills machen, ich muss Deckungskills machen. Also gucke ich mal, ob ich mich am Versteck in Deckung begeben kann oder ein Außenversteck aus der Deckung des Versteckes. Ja, das funktioniert auch. Okay, jetzt muss ich nur noch 3 Alarmglocken ausschalten. Und sie sabotieren. Und alle anderen kann ich töten, wie ich will. Obwohl ich die potenziell wahrscheinlich trotzdem aus der Deckung töten werde, weil das bringt mir Punkte. Beziehungsweise man sollte überhaupt Punkte, weil normaler Kill bringt ja gar nichts. Ein Credo-Punkt irgendwie.
Ach Mensch, warum zählt das in der Hinsicht nicht aus der Deckung? Oh, hat er eine Leiche gesehen? Könnte gut sein. Ist er irgendwo scharf abgebogen? Naja, anscheinend nicht. Haben die Gegner mich entdeckt? Ja, klingelt eure Alarmglocke, ihr Säcke. Nein! Wurde erschossen! Sag mal, bist du überhaupt noch da? Ja, ich lese gerade so ein paar Sachen. Zu Elder Scrolls Online. Ach scheiße, jetzt darf ich alles nochmal machen. Ich bin gerade echt am überlegen, ob es sich lohnt, die Plus-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zu machen. Weil du Kronen kriegst, also die Ingame-Währung, die du brauchst, um die DLCs zu kaufen. Es gibt keine andere Möglichkeit, zum Beispiel die Diebesgilde zu kaufen. Anders kriegt man die nicht, oder? Wo ist der nur bei den Kronen schon. Größeren DLCs, was halt Gilden unter anderem sind. Und der Witz ist halt, du zahlst vielleicht 66 Euro für ein halbes Jahr plus Mitgliedschaft, aber du kriegst Kronen im Wert von fast 50 Euro wieder zurück. Also hast du gar nicht so viel bezahlt. Also vielleicht wird es sich lohnen, wenn man dann ein halbes Jahr intensiv zockt und dann sich eben das Zeug freischaltet damit. Keine Ahnung, Mann. Oh Herr, was war das? Ein Spielzeug? Bei allen. Moment. Wie weit kann er sein? Kann nicht weit sein, ne? Oh lol, jetzt habe ich sogar noch einen aufgelockt. Will doch nicht alle aufscheuchen. Er hat sich eilig verzogen. Jetzt habe ich noch einen aufgescheucht. Was zur Hölle? Weißt du, manchmal bewegen die sich gar nicht und jetzt werden zwei Leute, die weitere Kilometer weit weg sind, auf einmal angelockt. Mach mal das so gar keinen Anlockungseffekt. Kommt hierher, Mann! Was ist denn jetzt wieder los? Was ist jetzt? Na, anhalten! Auf ein Wurf! Ha! Da! Wir einen aus der Deckung getötet. So, du bist ja noch nicht in der Story, also darf ich ja reden, gell? Ich bin doch in der Story, was laberst du? Ja, aber keine Sequenz. Nein, ich bin hier ganz normal am Machen. Ich hab doch gesagt, dass ich verreckt bin. Ja, deswegen darf ich ja reden. Und zwar, ich habe doch vorhin mich beschwert, dass mein Inventar in Elder Scrolls Online so schnell voll ist mit dem ganzen Schrott fürs Craften, das ich eh noch nicht benutzen kann. In der Plus-Mitgliedschaft kriegst du einen extra Beutel, der unendlich viel Platz hat. Und nur für Crafting-Items ist. Ja, wenn du... Was ist denn das? Monatliches Zahlen oder was ist das für eine Mitgliedschaft? Ja, monatliches Zahlen. Ja, wenn du so einen Scheiß haben willst. Ja, aber weißt du, wie bequem das ist, Mann? Es sind 13 Euro im Monat. Oder 10,41 Euro, wenn du es für ein Jahr kaufst. Ja, wird man schon schwach. Bequemlichkeit gegen Geld halt. Naja, mal schauen. Also mein Ziel ist eigentlich, ich kaufe mir irgendwann die Edition mit möglichst vielen Kapiteln. Hashtag Zeitsparer DLC. Ja, also mein Ziel ist, in ein paar Jahren möglichst viele Kapitel zu kaufen auf einmal. Und wenn die alle durch sind, dann vielleicht ein Monat plus Mitgliedschaft, um die DLCs in der Zeit durchzuzocken, die ich nicht gekauft habe. Was?
Mich haben jetzt gerade wirklich Leute von innen drin gesehen. Ja, auch gut. Ja, immerhin war er denn im gleichen Stockwerk, oder? Mich hat mal einer gesehen, der im Stockwerk über mir war. Ich weiß ja, nicht, der war auch einer drüber, aber den überen habe ich auch geschossen. Das war's. Wo ist der? Etwas stimmt nicht. So, jetzt komm schon. Stell dich irgendwo hin, wo ich dich aus der Deckung töten kann, du Sack. So, na also. Mach mal kurz die Glocke hier aus. Dann nerven die mich zumindest nicht mehr. Könnte mich nämlich gar nicht mal entdecken. Anscheinend muss ich jetzt nach drin, weil hier draußen sind keine Glocken mehr, soweit ich das sehe. Glaube ich zumindest. Drin sehe ich jetzt auch keine Glocken mehr in meinem V. Keine Spur von dem Tyrannen? Sollte ich das... abgesetzt? Ich weiß nicht, ob noch welche kommen, wenn du am Punkt gewesen bist, zu dem dich die Quest führt. Ja, aber ich habe doch gerade erst eine Glocke von drei zerstört, die ich zerstören soll. Ja, vielleicht waren im Keller später noch welche, ich kann mich echt nicht erinnern. Du musst es positiv sehen. Wieder Spielwert, wenn es nicht geschafft ist. Dass dir einen auch instant. Jetzt haben die von da drüben mich gesehen. Egal. Jetzt mache ich so viele Kills aus der Deckung wie nur geht. Ich habe alle außer einen aus der Deckung gekillt. Das war jetzt natürlich nicht schlecht. Boah, das ist so witzig, wie die dann einen hinterherlaufen, einer nach dem anderen. Ja. So, ich mache mir mal einen Aufladepunkt. Sollten doch eigentlich meine... Ja, genau, das sind meine... komischen... wie auch immer die heißen, die ich hingeschmissen habe, wieder voll. Ich gehe jetzt mal da oben zum Fenster rein, weil da eine rote Kiste ist. Und schauen wir mal, ob vielleicht im Haus auch irgendwo Glocken sind. Stufe 2er Truhe. Tor ist offen. Maßgeschneiderter irgendwas mit L. Und weiter geht's in diesem Raum auch nicht. Alle Türen zu. Quest hat sich gerade irgendwie abgeändert, aber ich habe immer noch die selbe Nebenquest. Hinten ist ein Collectible, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Dieser Streitkolben ist echt stark. Sucht alle da. Der Haupt.
Hauptmann will diese Papiere. Die sind nicht hier. Sucht weiter. Ach, die suchen nach den Papieren. Wir wissen, dass sie hier sind. Ich hab, da draußen ist eine Glocke. Okay. Ist da nur irgendwie raus? Da ist ein Fenster, da könnte ich wieder raus. Und dann ist die Glocke draußen. Jetzt warte ich darauf, dass der Typ wieder zurückkommt. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.